Ohne einen Plan würde ich mich auf diesem Gelände hoffnungslos verlaufen. Ich sollte mich erstmal hier umschauen. Okay, so viel dazu. Aber wir konnten ja doch gar nicht mehr so viel machen, oder? Haben wir keinen Plan auf dem Handy? Das hat er doch nicht geklappt. Das versiegelte Schloss lässt sich wohl kaum mit einer Speiche knacken. Genau. Und unterm Spalt haben wir schon rumgefischt. Das versiegelte Schloss lässt sich wohl kaum mit einer Speiche knacken. Ich habe bereits alles unter der Tür herausgefischt, was ich erreichen konnte. Wo sollen wir denn jetzt die Karte herkriegen? Ja, die sind ja lustig. In den Unterlagen stand die Handynummer von Emre. Vielleicht erreiche ich ihn ja. Oh, ich bin so doof. Na endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Emre? Emre Dardouan? Wer spricht da? Und wie zum Teufel kommen Sie an das Handy meines Freundes? Oh, Verzeihung. Hier ist Nina. Nina Kalenko. Ah, die Verlobte von Max. Genau. Und wo steckt Max? Max wurde entführt. Was? Ja, direkt vor meinen Augen. Verdammt. Das hat sicher mit unseren Forschungen zu tun. Emre, ich muss alles wissen. Welche Forschungen? Wer hat Max entführt? Das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die mich beinahe erwischt hätten. Wir sind da nämlich an der ganz großen Sache dran. Können wir uns treffen? Leider sitze ich auf dem Nabelberg unter der Grabungsstätte fest. Es gab vorhin ein Erdbeben, das mir den Weg zurück an die Oberfläche abgeschnitten hat. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch hier. Das Erdbeben vorhin habe ich live mitbekommen. Vielleicht kann ich dir helfen. Prima, aber einfach wird das sicher nicht. Und was soll ich machen? Du kommst nur über den Fahrstuhl in die unterirdischen Bereiche der Tempelanlage. Und den einzigen Schlüssel dafür habe ich. Der Fahrstuhl befindet sich bei Grabungsstelle C. In meinem Geländewagen am Eingang liegt eine Karte der Anlage. Blöde Frage. Wieso fährst du dann nicht einfach zu mir nach oben? Ich hatte doch vorhin erwähnt, dass mir der Weg zum Fahrstuhl abgeschnitten wurde. Oben steht ein Bohrer rum. Wenn du ein Loch zu mir bohrst, kann ich dir den Schlüssel übergeben. Okay. Und noch eine blöde Frage. Wo um Himmels Willen soll ich denn bohren? Die Anlage hier ist gigantisch. Ich mache mit meinem Handy ein Video von dem Raum hier und schick's dir. Vielleicht helfen dir ja bestimmte Merkmale beim Identifizieren der richtigen Stelle an der Oberfläche. Auf jeden Fall stinkt's hier ganz schön nach Öl. Ich schick die MMS jetzt raus. Hoffentlich die MMS, Leute. Oh mein Gott. Die MMS ist da, aber ich erreiche Emre nicht mehr. Das waren noch Zeiten, ey. Und teuer waren diese MMS. Ich habe mir die Ausgrabungsstätte aus Emres Wagen geholt. Okay. Dann jetzt aber, ne? Der Grabungsplan aus Emres Auto. Damit werde ich mich jetzt bestimmt nicht mehr in der Anlage verlaufen. Ja, es wäre schön. Wir werden sehen. Ja, rein da. Was gibt es? Hallo? Okay. Ah, er hat gemeint, er ist bei C. Ach ja, da ist der Fahrstuhl. Hier führt ein einfacher Aufzug nach unten. Wahrscheinlich dient er als Verbindung zu den unterirdischen Bereichen der Tempelanlage. Für den Aufzug brauche ich einen Schlüssel. Okay, er hat gemeint, es stinkt nach Öl, wo er ist. Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Den kann ich nicht bewegen. Das sieht auffällig aus. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Sieht ziemlich massiv aus. Ob sich darunter die Räume der Tempelanlage befinden, in denen Emre eingeschlossen ist? Wie sollen wir Mit eigentlich bohren? Mit bloßen Händen durch massiven Fels graben? Das kann nicht mal ich. Eine Wasserpfütze. Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber trinken sollte ich es besser nicht.
Ein hochgewachsener Baum. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Okay. So, sonst noch was hier? Nee. Ja gut, wir können uns natürlich noch andere Orte dann angucken. Oh. Auch ein großer Stein. Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Okay, die sind alle ähnlich aufgebaut. Hier ist auch wieder eine Felsplatte und auch wieder ein Baum. Ein mächtiger Steinpfeiler. Ich stoße hier besser nichts um. Aber guck mal, hier ist die Ölspitze. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hintuckert. Sie pumpt das eingedrungene Wasser aus der Grabungsstelle. Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ich lasse besser die Finger davon. Hier läuft Öl aus dem Motor der Pumpe. Nein, danke. Kein Bedarf an einem Ölbad. Aber das heißt doch, dass das die richtige Stelle ist. Aber wie sollen wir denn jetzt hier rumbohren, ist die Frage. Vielleicht müssen wir irgendwo noch was finden? Die türkische Schrift kann ich nicht lesen. Was soll ich damit? Weiß nicht. Keine Ahnung. To be honest. Okay, vielleicht gucken wir uns erst den Rest an, aber eh könnte es auf jeden Fall sein. Ah, der Gesteinsbohrer. Ein mächtiger Steinpfeiler. Hier haben wir auch wieder einen Pfeiler und wieder die Felsplatten. Ein robuster Gesteinsbohrer mit Benzinmotor. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hintuckert. Ja, die läuft ich nicht aus hier. Ich bin ziemlich leidensfähig, was die Schlepperei betrifft, aber der Bohrer ist mir eindeutig zu schwer. Sollte ich ihn brauchen, weiß ich ja, wo er steht. Ja, wir brauchen ihn ich aber. Ich bin ja ziemlich... Hallo. Ich muss mir erst jeden Ort noch angucken. Hier ist ein Busch noch. Ein kleiner Busch. Aber kein Baum dafür. Da gibt's nichts zu entdecken. Mhm. Ah, okay. Wir gucken uns mal die anderen trotzdem noch an. Nicht, dass hier auch irgendwo noch Öl ausläuft. Aber ich denke, der eine die ist Erde relativ hier am sicher. Boden ist rot. Sieht aus wie auf einem Tennisplatz. Wir können uns gleich mal sein Foto noch angucken. Ich nehme etwas von der losen, trockenen Erde mit. Die türkische Schrift. Ja, ja, ja. Und hier haben wir wieder die Bodenplatten, den Findling und den Pfeiler. Die MMS hat mir Emre per Handy aus dem Tempelraum geschickt. Okay, es sind Wurzeln von einem Baum. Ja. Ein paar Anhaltspunkte liefert mir das Video, ja. Ich muss herausfinden, wo dieser Raum ist und wie ich Emre da rausholen kann. Also, eigentlich das aus... Oh Gott. Oh Gott, ja, okay. Wandrelief. Baumwurzeln. Okay, so funktioniert das. Gut, wir gehen jetzt nochmal kurz... Der Grabungsplan. Ja, ja. Nochmal kurz zurück. Waren wir jetzt A oder B? Hier ist A. Oh, hier läuft auch Öl aus. Okay, jetzt wird es dann natürlich schwierig. Dann ist es A oder E. Aber hier ist wieder nur ein Busch. Es muss ein Baum sein. Also ist es das andere. Können wir hier noch was mitnehmen? Ich bin relativ sicher, dass es E ist. Weil wir haben hier... Oh, Fledermausgeräusche, da. Möglich, dass das ölverschmutzte Wasser durch eine Spalte nach unten gesickert ist und dort diesen penetranten Geruch verbreitet. Wir haben Fledermausgeräusche. Ist ein Baum? Ich glaube nicht, dass die Fledermausgeräusche von hier gekommen sind. Okay. Aber die Wurzeln... Das könnte passen. Die Wurzeln des Baums dürften lang genug sein, um bis zu einer unterirdischen Kammer zu wachsen. Wandrelief kommt bestimmt vom Pfeiler? Nein, oder? Damit haben die Reliefs in der Kammer nichts zu tun. Ja, aber mit was denn? Mit der Felsplatte? Nein, damit... Okay. Nein. Ja, das könnte der Motor gewesen sein, den ich auf dem Video gehört habe. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das der einzige Ort, der in Frage kommt. Danke. Das Pumpengeräusch, die Baumwurzeln und der Ölgeruch. Emre muss direkt unter mir sein. Also brauchten wir gar nicht alle Anhaltspunkte. Ja, amazing.
Dann mal. Okay, hier bin ich richtig. Ich hol den Bohrer und versuche ein Loch ins Gestein zu bohren. Vielleicht schaffe ich es so, zu Emre durchzustoßen. Hey Nina, tolle Leistung! Eine meiner leichtesten Übungen. Max hat also nicht übertrieben. Wirklich eine patente Person. Patent? Ich hoffe für ihn, dass das nicht sein einziges Kompliment war. Dann mal her mit dem Schlüssel. So einfach ist das leider nicht. Der Schlüssel passt zwar durchs Loch, aber ich kann ihn nicht bis zu dir. Ich habe eine Kette dabei. Das sind schon ein paar Meter. Alles klar, ich lass mir was einfallen. Emre? Ja? Ich lass eine Kette runter. Häng den Schlüssel ran. Alles klar. Ich hab's. Zieh die Kette hoch. Ist angekommen. Bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Ja, nicht, dass hier jetzt gleich Leute sind oder so. C. Und rein da. Bin gespannt, was mich da unten erwartet. Okay, ein Helm, eine Kiste. Hier liegt ein Grubenhelm. Ja, damit. Safety first. Okay, dürfen wir ihn leider nicht aufsetzen. Damit kann man den Fahrstuhl nach oben oder nach unten fahren lassen. Tschüss. Der Aufzug ist oben. Ich kann nicht einsteigen, solange die Kabine oben ist. Okay. Eine verschlossene Holzkiste. Nehmen wir die mit? Okay, wir nehmen die einfach mit. Well, gut, warum nicht? Sonst hier nichts? Nö. Das muss die Brücke sein, von der Emre gesprochen hat. Schon wieder sowas. Die Druckpistole ist durch einen Schlauch fest mit dem Kompressor verbunden. Ja, das wird jetzt so eine Harpune, oder? Wohin damit? Hier drüben. Oder da. Der Verbindungsschlauch ist lang genug. Das könnte klappen. Oh Gott. Die Druckpistole steckt in der Felsspalte. Okay, wir wollen es runter rieseln lassen und potenziell uns begraben lassen. Luft durch die Spalte zu pusten hilft mir nicht weiter. Erde? Diesen dicken Brocken bekomme ich niemals durch die Felsspalte nach oben. Ich sollte besser nicht versuchen, den Luftdruckbehälter zu öffnen, um etwas hineinzufüllen. Hier wurden uralte Wandreliefs mit Hilfe des Hochdruckreinigers von Schmutz befreit? Da waren ja scheinbar echte Experten am Werk. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Okay. Der passt nicht ins Schloss. Ein bisschen überfragt. Kann es sein, dass wir jetzt von oben was machen müssen? Von oben drüber? Ich ziehe das Ding wieder aus der Felsspalte. Wisst ihr, was ich glaube, was wir machen müssen? Jetzt da oben drüber vielleicht den Findling hinlegen? Dass der runterfällt? Gut, ich fahre wieder nach oben. So. Ja, das ist doch bestimmt hier, oder? Die Stelle. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte.
Warum haben wir unseren Bohrer nicht mehr? Ich vermisse den riesigen Bohrer. Der Helm hat so viele Löcher. Okay. Das ist belastend. Bisschen Geröll? Nee. Hm. Kann man mit ihm ich reden? Ich hab den Schlüssel bereits. Ja, aber ich will da mit ihm reden. Ist Emre. Das Loch führt zu ihm in die Kammer. Ich hab den Schlüssel bereits. Das Ding hat wirklich ganze Arbeit geleistet und ein handbreites Loch in die massive Gesteinsplatte gebohrt. Ich lasse ihn jetzt besser hier stehen. Okay. Können wir jetzt vielleicht hier beim Parkplatz irgendwas machen mit seinem Schlüssel? Eine Dieselpumpe, die... Ja. Alles nicht sehr hilfreich gerade, fürchte ich. Die Erde hier am Boden ist rot. Sieht aus wie auf einem Tennisplatz. Ich brauche vorerst keine rote Erde mehr. Ist auch so random, dass wir die mitgenommen haben. Verdammt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt hier irgendwo draußen was machen müssen. Aber wir können halt gar nichts von unseren Gegenständen benutzen. Das ist halt sad. Na, dann wieder runter und da weiter probieren, I guess. Der kleine Spalt reicht bis an die Oberfläche. Aber wir haben den noch nicht gefunden. Wenn ich so lange Arme hätte, käme ich auch über die Brücke. Keine Ahnung, bauen wir den noch mal rein? Er funktioniert. Wohin damit? So weit kann nicht mal der legendäre Olympiasieger Glenn Parker springen. Wenn ich so lange Arme hätte... Ja. Kann ich noch in dem Felsspalt ein bisschen rumstochern oder so? Ich kann die Kette von hier aus nicht vernünftig befestigen. Kann ich gucken, wie tief es hier ist und einfach den Helm runterfallen lassen? Diesen dicken Brocken bekomme ich niemals durch die Felsspalte nach oben. Ich bin so überfragt gerade, na? Ich glaube, ich brauche die Aufgabenhelfer. Nina hat den Fahrstuhl aktiviert, aber ja, wie Schnauze. Kann sie die eingestürzte Brücke überqueren, um zu... Ja, ich bin doch schon dran an dem Loch in der Decke. Mann, diese Tipps sind so wenig hilfreich. Das ist echt schlimm. Die sind wirklich nicht hilfreich. Behelfsbrücke? Nette Idee. Aber dafür ist die Kette nicht lang genug. Was müssen wir denn ändern, dass hier was passiert? Luft durch die Spalte. Ja, Luft durch die Spalte pusten hilft uns nicht weiter. Nina hat den Fahrstuhl, aber wie kann sie... Hä, das ist alles, was wir in Rätselhilfe kriegen? Das ist ja Bullshit. Ich dachte, wir kriegen jetzt einen besseren Tipp. Einen, der näher dran ist. Das ist ja Bullshit. Dann müssen wir jetzt hoch, wo die Druckpistole noch drin ist. Gut, ich fahre. Ja. Müsste jetzt nicht irgendwo ein Loch zu sehen sein dann? Weil hier ist ja nirgendwo was.
Wasserpfütze, Baum, Nina. An einer anderen Stelle vielleicht, dass es dann auch bei E ist. Da unten ist Emre. Das ist ja direkt bei Emres Kammer dann. Meint ihr, das ist ein Schild? Was soll ich da? Wo der Mondschein durchkommt? Dass da ein Schild irgendwie durch den Boden gehauen ist? Ein mächtiger Na, das bringt uns hier alles nix. Den kann ich nicht bewegen. Hier ist ja auch nichts Neues, ne? Buschpfeiler. Nirgendwo, wo wir dieses Loch im Boden finden würden. Die türkische Schrift. Was soll ich damit? Verdammt. Und hier auch nicht, ne? Auch kein Loch im Boden. Shit. Die türkische Schrift. Habe ich wieder so eine komplett falsche Herangehensweise? Und hier ist auch kein Loch im Boden. Dann muss man es doch komplett von unten machen, würde ich sagen. Oder wir müssen halt irgendwas mit dem Fahrstuhl machen. Warum sollte ich die Kiste nach oben schicken? Um Gewicht nach oben zu schicken, irgendwie. Warum? Warum nicht? Frag doch nicht, mach doch einfach. Eine verschlossene Holzkiste. Die Speiche ist als Dietrich ungeeignet, unflexibel und viel zu dick. Na super. Der passt nicht ins Schloss. Die Speiche ist... Endlich mit Gewalt öffnen? Scheißen Drecken. Ich zieh das Ding wieder aus der Felsspalte. Tu das. Sonst muss ich gleich wieder ein bisschen rumprobieren. Ihr kennt's ja. So. Rückpistole? Kann ich die in mein Inventar ziehen? Auf die Holzkiste. Okay, das klappt absolut nicht. Okay, ich probiere rum und wir sehen uns dann gleich. Oh. Ganz schön schwer, das Ding. Oh, deswegen kann man den Fahrstuhl bewegen. Okay. Gucken wir mal, was da drin ist. Give it to me. Mal sehen, ob was heil geblieben ist. Okay. Sang, Hammer und eine leere Plastikflasche. Schwuppdiwupp, schon haben wir feinen Sand. Wofür auch immer. Ich weiß es nicht. Aber egal. Das Teil benötigt keine Reparatur. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, was man mit so einer Zange hier macht. Ich lieg einfach nur rum. Ich konnte die Druckpistole vom Schlauch des Kompressors abschrauben. Aber wofür? Kann ich jetzt da Sand rein? Ich füll den roten Sand in die Druckpistole. Aber wir dürfen es nicht in den Tank reinmachen, aber hier rein geht quasi dann. Okay. Ich habe die Druckpistole im Handumdrehen wieder festgeschraubt. Wohin damit? Dahin? Da brauchen wir noch die Plastikflasche mit Wasser, um den Sand irgendwie festzumachen. Wahrscheinlich, ne? Okay, dann lasse ich mich mal überraschen. Der rote Sand wurde nach oben aus der Felsspalte geblasen. Okay, das heißt aber, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir sind, oder? Ich kann nicht einsteigen, solange die Kabine oben ist.
Gut, ich fahr. Also hier ist es schon mal nicht. Hier ist es auch nicht. Ja. Okay. Meiner Markierung zufolge befindet sich die zerstörte Brücke genau unter dieser Stelle. Ja, perfekt. Das heißt, hier müssen wir jetzt irgendwie was draufkriegen, oder? Den roten Staub wegwischen, wo es mich doch so viel Mühe gekostet hat, die Markierung anzubringen? Ein klares Nein. Aber was machen wir jetzt damit? Die Kette würde durchs Loch rutschen. Ja, dann kombinier sie doch hiermit. Warum sollte ich die Kettenglieder damit aufbiegen? Lass doch gucken, ob wir an der einen Stelle Wasser mitnehmen können. Wofür auch immer. Wasser kann man eigentlich immer brauchen. Genau, das war mein Gedanke dabei. Nee. Ein mächtiger Steinpfeiler. Ja, was fangen wir jetzt an mit hier dieser Information? Das ist gut. Die Kette würde durchs Loch rutschen. Warum dürfen wir denn hier das nicht verknoten? Warum sollte ich die Kettenglieder damit aufbiegen? Damit man zerknoten kann. Wo war denn der rote Sand? Können wir nochmal rote Erde mitnehmen? Ich brauche vorerst keine rote. Okay, schade. Never mind dann. Also, ich meine, wir können den Hammer jetzt theoretisch nochmal benutzen. Wasser geht Nina immer hat noch. Aber wie kann sie die eingest... Ja, das Loch in der Decke, ich weiß doch. Immer noch sehr nutzlos. Können wir jetzt irgendwas von unten machen? Ich bin so bambuselt. Der kleine Spalt. Wenn ich so lange Arme hätte, käme ich auch über die Brücke. Ich kann die Kette von hier aus nicht vernünftig befestigen. Ja, und von oben willst du es halt nicht. Du blöde Kuh. Was kann ich denn da dafür? Der. Och, mit dem Hammer. Gut, warum? Ich fahre. Okay. Warum dürfen wir den Hammer hier als Querstrebe benutzen, aber nicht die Fahrradspeiche? Das Spiel kann mich mal. So ein Bullshit. Der Hammerstiel wird verhindern, dass die Kette durchs Loch fällt. Ja, ich geb dir gleich einen Hammerstiel, ey. Mann. Jo, komm, rüberschwingen. Let's go. Ich also schön, dann spielen wir mal Tarzan. Oder besser Jane. Uff. Alles in Ordnung? Ich bin okay, danke. Ah, Mann, ah, Mann. Ich dachte, ich komme hier nie mehr raus. Gern geschehen. Und? Was denkst du? Was ist mit Max?